Mußestunde bei den Orang-Utans. Die Pfleger haben die Zeitung gebracht. Jeder möchte sie zuerst haben. Doch nicht alle interessieren sich für bunte Blätter. Orang Oma Dunja ist seltsam apathisch, in sich gekehrt. Fordert das Alter seinen Tribut? Mittelmeer. Ort mediterraner Wärme und Lebenslust. Die Ostsee. Nordisch unterkühlt. Schlicht und nüchtern. Wir setzen die Tiere von diesem Becken in, was das alte Mittelmeerbecken war, in die ehemalige Ostsee. Und zwar deshalb, weil wir hier die Scheibe wechseln wollen im Januar. Und jetzt in der nächsten Woche kommen neue Mittelmeertiere. Und es wäre Quatsch, die erst hier einzugewöhnen und dann einen Monat später wieder umzusetzen. Sodass wir das vorher umsetzen, damit dann die Tiere gleich an Ort und Stelle kommen und sich dort eingewöhnen können. Den Fischen droht eine Art Kontinentalverschiebung. Das Mittelmeer wandert gen Norden, in die Ostsee. So, jetzt geht es los. He? Wir fangen den Rochen als erstes. Muss man da jetzt beim Fangen irgendwas beachten? Nee, das ist ja kein Stechrochen, da ist er nicht offiziell giftig. Lothar Dudek, ganz der erfahrene Aquarianer. Beruhigende Worte für Azubi Caroline. So. Das Behältnis ist ein bisschen klein, aber da das alles ein bisschen beengt ist. So, komm rein, mein Lieber. So, jetzt beeilen wir uns mal. Das Behältnis ist eigentlich ein bisschen klein. So, und Wasser wiegt ganz schön. Ein bisschen außer Atem bin ich schon. Das ist das Wasser, wo bisher drin geschwommen ist. Und dann nehmen wir jetzt Wasser aus dem neuen Becken und schütten das langsam hier dazu, um ihn ganz allmählich an das neue Wasser im neuen Becken anzugleichen. Individuelle Reisebetreuung für die Südländer. Der Skorpionsfisch wird gar persönlich abgeholt. Es ist glatt wie Mist. So. Guck mal, mein Dicker, dass ich nicht auf dich drauf trete. Der Dicke. Ein nicht zu unterschätzender, finsterer Geselle. Martina Molch in Sorge. Eine ihrer Przewalski-Stuten ist fußlahm. So, jetzt ist der Reiser die letzte. So ist er fein, ne? So ist der Reiser fein. Shit. Schon seit einiger Zeit quält sich Reiser über die Anlage. Mal mehr, mal weniger. Also einen Tag hat sie zu tun gehabt, dass sie überhaupt an die Tränke kam. Da blieb sie immer stehen und ein paar Schritte. Und wie so eine alte Oma, die sie ja nun ist, mit ihren knapp 12 Jahren. Beim Fressen scheint der Schmerz vergessen. Scheint. Sobald die merkt, dass jemand Fremdes ist, kann sein, die läuft doch völlig normal. Ne? Weil die sich dann sofort angesprochen fühlt, in der Form, dass was passieren könnte. Und dann verhalten die das. Und wenn die sich unbeobachtet fühlt, dann läuft sie eben schlecht. Bei Wildtieren ist immer so, dass die, wenn die Schmerzen zeigen oder anderes Verhalten, dann ist es schon weit nein böse. Also beim Hauspferd, das würde viel eher hinken, man würde das viel eher merken.
Und hier merkt man es erst wirklich, wenn es nicht anders geht. In jeder anderen Herde hätte Raisa jetzt ein Problem. Gott sei Dank ist hier Tochter Raya die Chefin. Jetzt stehen alle Töchter zusammen, in der Mitte guckt Raisa raus und dahinter steht Raya. Also Raya passt immer recht gut auf ihre Mutter auf. Also solange die zusammen sind, habe ich eigentlich jetzt in der Gruppe mit denen hier wenig, denke ich, das geht schon alles gut. Wenn Raisa hier alleine wäre, wäre es schlecht. Dann würden die hier wegbeißen und das wäre nicht gut. Doch allein vom Mutterschutz gehen die Schmerzen nicht weg. Aber das sind jetzt wirklich Sachen, man sieht, die entlastet vorne jetzt auch den Huf. Schlecht, das ist ganz, das steht auf der Spitze. Mist. Ich rufe jetzt mal einen Prof an, mal gucken, wo er steckt. Schönen guten Tag. Also die Reise hinkt wieder und zwar unschön. Es sah heute früh wieder gut aus und jetzt sieht es wieder nicht schön aus. Also legen werden wir die auf jeden Fall müssen. Eine Narkose ist unumgänglich. Auch wenn genau das bei Raisa immer so ein Problem ist. In den Tiefen des Mittelmeers lauert eine Gefahr. Siehst du den Skorpionsfisch? Der sitzt hier hinten, hinten rechts in der Ecke. Ist auch besser so. Skorpionsfische haben eine Rückenflosse, die mit einer Giftdrüse in Verbindung steht. Und die Gefahr für ein Tier, für einen Aquarianer, ist vor allen Dingen dann, wenn er sie fängt. Und sie verhaken sich im Netz und man muss, sagen wir mal, viel dran manipulieren, um ihn aus dem Netz rauszukriegen. Drum nimmt man immer ein relativ feinmaschiges Netz, dass er sich nicht verhaken kann mit den Rückenflossen. Und da fällt er relativ einfach in den Eimer rein und dann passiert auch im Allgemeinen nichts. Wo bist du denn nur, Schnackt? Das ist ein Wahnsinnsvieh. Ich will kein Handy haben. Handschuh aus, Handschuh an. Wo stecke ich ihn? Leg das Ohrchen wo sonst wo hin. Wenn es klingelt, gehst du nicht mehr ran. Ja. Ich liebe es. Und weh, er klingelt noch mal. Ich habe auch keine Lust, mit dem größeren Netz zu fangen. Komm her, jetzt reicht mir. Es reicht. So, wir haben ihn. Da erstaunt man, dass er springen kann. Hätte ich nie gedacht. Hat ganz schön Temperament, der Bursche. Und dann ist noch ein Zackenbarsch drin, versteckt. Ja, das ist das Los des Aquarianers, dass er viel Geduld braucht. Und dass die Tiere sich gerne mal verstecken. Aber wir werden das schon packen. Na dann, Petri heil. Boah, was machen wir denn nur hier? Hast du mal eine Idee? Guter Rat ist teuer, ne? Und irgendwo da unter den Steinen? Nee, hä? Wen haben wir denn da? Den Zackenbarsch. Ist geschickt wie nicht. Da kann er eigentlich nicht mal raus. Denkt man. Ja, der kann. Ja. Siehst du noch? Gleich hinterm Lüftungsrohr? Nee, hä? Doch. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Ein Blick zurück in die vergangene Woche. Erstmals wurde im Leipziger Zoo ein Duca geboren. Das Tier scheint wohl auf. Doch das sind nur Vermutungen. Ein Duca-Baby hat hier bisher noch niemand gepflegt. Auch Roland Mendel und Jens Hermer nicht. Also, da wir ja wenig Erfahrung haben mit Duca und Duca-Nachzuchten und Duca-Geburten, sind wir der Meinung, dass es ihm doch relativ gut geht. Dass er ein bisschen nervös ist. Und um da irgendwelche Aufregungen zu vermeiden, geht dann Roland auf jeden Fall alleine rein. Es kommt auch so kein Besuch rein. Also auch wir gehen nicht zu zweit rein jetzt. Und wir wollen eben wirklich für das Jungtier Ruhe
dass sie sich an alles gewöhnt, dass kein Stress auftritt. Dass es nicht, wir haben eben Angst, dass es mal erschreckt, losspringt und sich die dünnen Beinchen bricht oder den Kopf einrennt oder so in die Schichten. Die Risiken kann man schon minimieren, indem man eben dann nur reinguckt, wenn es unbedingt Not tut. Aber man muss es schon immer mal angucken, weil, wie der Kollege schon sagte, wir haben noch keine Dua-Kinder gehabt und man muss schon mal sehen, dass man möglichst viel mitkriegt von dem, was da in der Entwicklung passiert, um dann für spätere Geburten oder auch für andere Kollegen in anderen Zoos, denen das dann ähnlich geht, Informationen zu haben, die man dann eben weitergeben kann. So, ich gehe mal gucken. Viel Glück, Roland. Psst. Ganz leise. Nur das Baby nicht erschrecken. Schnuckchen, Schnuckchen, ich komme mal zu dir. Schnuckchen. Sebastian Schorr will im Pongoland nach der alten Dunja sehen. Sie ist zwar schlapp, aber alles andere als krank. Sie ist hochschwanger und da dauert eben alles ein bisschen langsamer. Dunja, in Würde gealtert. Und dann das. Dunja ist ja so unsere Stammmutter, die hat schon ordentlich Spuren hinterlassen. Also die ist eigentlich auch schon im Oma-Alter. Und wenn man bedenkt, dass Padana auch langsam das Alter hat, dass sie irgendwann ein Kind kriegen kann, bis jetzt ist es noch nicht so weit, dann könnte sie schon vielleicht irgendwann in den nächsten 5 Jahren vielleicht sogar Urgroßmutter sein. Na, und immer wieder Mutter. Es ist nicht bekannt, dass Orang-Utans irgendwann mal aufhören, Kinder zu kriegen. Tja, da kann noch einiges auf Dunja zukommen. Aber jetzt kommt erstmal die Fütterung. Kann dann schon losgehen. Frau Padana wartet schon, dass das geflogen kommt. Stellt sich irgendwie ein bisschen dumm ein. Dem gierigen Jungvolk kommt Dunja kaum zum Zug. Aber sie kommt trotzdem nicht zu kurz. Natürlich wird die Dunja entsprechend zugefüttert. Das ist auch mit dem Grund, dass sie ein kleines Bäuchlein gekriegt hat. Da also bei Menschenaffen man nicht so viel von der Schwangerschaft sieht. Aber einmal ist es natürlich unsere Fütterung. Und dann ist es auch so, dass die Orang-Utans auch schon meistens am Anfang der Schwangerschaft dann zusetzen. Das heißt, das ist sicherlich auch was mit den Hormonen zu tun, dass eben alles, was irgendwie übrig ist, dann wirklich eingelagert wird, dass für die Schwangerschaft genug Energie vorhanden ist. Und das ist auch gut so. Schließlich gab es seit 4 Jahren keine Babys mehr. Und das bei dieser extrem bedrohten Tierart. In freier Wildbahn sieht mit Sumatra-Orangs auch ganz schwierig aus. Es gibt wahrscheinlich nur noch insgesamt 7000 Sumatra-Orang-Utans. Und gerade durch die Regenwaldzerstörung, auch im Zusammenhang mit dem Anbau von Palmöl, sterben eben sehr viele. Und man geht zurzeit davon aus, dass um die 1000 Orang-Utans dem jedes Jahr zum Opfer fallen. Zumindest in Leipzig wird schon bald ein Orang-Utan mehr durchs Pongoland streifen. Der hier ist ganz schön auf Zack. Narrt noch immer seine Jäger. Hat das ein Loch? Das hat er nein gemacht. Der ist doch größer. Oh, nee. Das sind ja komplett 2 neue Netze. Die lagen noch ganz unbenutzt da. Ja. So, das hier mit dem Loch. Entweder war das Netz schön alt oder der Barsch zu kräftig. Nee. Das kann ja heiter werden. Hältst du nicht aus? Der Barsch ist gerade hier hinter in die Ecke geschwommen. Jetzt reicht's. Zieh mal hoch. Und ist es am Zackenbarsch was Gefährliches? Nö. Maul. Er kann beißen. Der Barsch akklimatisiert sich langsam, während der Rochen sich scheinbar schon mit dem Gedanken an die Ostsee anfreundet. So, schöner wäre eigentlich, wenn wir jetzt die Wanne
hinter das Becken tragen könnten und den vorsichtig dort auskippen könnten. Können wir aber nicht, weil der Gang zu eng ist und die Wanne zu groß. Eine kleinere Wanne zu nehmen, wäre natürlich wieder vom Rochen schlecht gewesen. Also Kompromiss. Geht los. Fehlt noch der Skorpionsfisch. Es geht los. Wahrlich, ein Sprung ins kalte Wasser. Scheint ja alles gut gegangen zu sein, wobei die Erfahrung sagt, wenn er morgen noch schön schwimmt, dann hat er es wirklich überstanden. Aber ich nehme schon an, dass es so ist. Ja, aber den Kulturschock, den müssen die Südländer erst mal verdauen. Gäbe es einen Preis für das erfolgreichste Zuchtpaar des Zoos, die chinesischen Zwergwachteln hätten keine Konkurrenz. Der jüngste Nachwuchs ist erst wenige Stunden alt. Als Willkommensmahl kredenzen Christina Schwind und Christoph Urban Deftiges. Die sind für die kleinen Zwergwachteln. Also die sind heute in der Nacht bzw. heute früh geschlüpft. Also heute früh zu Dienstbeginn waren es 6, jetzt sind es schon 8. Und 2 Eier liegen noch drin. Allerdings hatten die mal 11, vielleicht haben sie irgendwo noch eins versteckt. Also da könnten theoretisch noch 3 Jungtiere kommen. Und weil die ja so klein sind, die Kinder von den Zwergwachteln, da machen wir natürlich ein bisschen kleingeschnittene Mehlwürmer. Also sie ernähren sich sonst eigentlich pflanzlich, viel Körnerfutter und so. Aber damit sie schön wachsen, kriegen die noch ein bisschen Tierisches dazu. Gehacktes vom Mehlwurm. Damit die Körnerfresser groß und stark werden. Hallo, Piepser. Ein paar Mehlwürmchen für die Kinder. Für die hier sind es einfach nur Würmer. Für die hinter der Scheibe aber eine echte Herausforderung. Die holt immer so ein Stückchen raus, dann bringt es runter auf den Boden und pickt so ein bisschen drauf rum, damit die das nachmachen. Oh, hier das Kleine da hinten, das hat sich schon was gesichert. Doch einer bekommt hier nichts ab vom fetten Braten. Der Vater der Kompanie. Na, wenn noch keine Kinder da sind, da ist er immer der Ruppische. Und sobald Kinder da sind, dann gewinnt sie die Oberhand. Und wird zur Folie. Gleich wieder vertrieben, ja. Ja. So klein wie die sind, so stinkig sind sie manchmal auch. Der Hahn sitzt in der Ecke und schmollt. Aber der ist sehr hilfsbereit, wenn die dann schlüpfen. Dann sitzen sie teilweise zu zweit auf dem Nest, versuchen die Jungtiere da so unter Kontrolle zu kriegen. Und wenn Mutti dann alles im Griff hat, dann kann er erstmal wieder gehen. Aber da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Formen von Eheleben bei der Wachtel. Bei der Kinderaufzucht jedenfalls hat sie die Hosen an. Und da passt eine Menge rein. Raissa wittert Unheil. Molly hat sich mit den Ärzten verschworen. Hi, gut. Chris, Raissa steht im ersten Stall. Die Vorbereitungen weit ab vom Schuss. Raissa soll so wenig wie möglich davon mitbekommen. Zieh ich jetzt los, ja? Für Raissa und den Professor eine haarige Angelegenheit. Das Pferd hat bei den letzten Malen eben noch so eine Nachwirkung gehabt. Als einzige von unseren Pferden bislang überhaupt bei dieser Narkose. Und da gibt es also so einen Kreislauf, der das Mittel wieder gewinnt, sage ich mal so ganz einfach. Und dann wirkt es wieder nach, nachdem das Antidot schon gegeben ist. Doch erstmal muss die Betäubung anschlagen. Das wirkt jetzt aber schon. Aber hat sich schon vorwärts dran. Ja, ja. Die geht schon jetzt. Ich war klar im Kippen. Erst
ist jetzt 17, 3 Minuten. Bisher läuft alles planmäßig. Bisher. Ach, nicht, dass die sich auch stickt. Guck mal, wie die hier die Nase sich einklemmt. Das ist doch scheiße. Die Zwergwachteln beim Rekordversuch. Wie viele Küken passen drunter? Mutter, Mutter. Schnell Platz. Da ist noch ein Platz drunter. Genau. Kommen überall Beine und Flügel und Köpfe raus. So bringt man 9 Vögel auf 10 Quadratzentimeter. Genau. Wofür brauchst du eigentlich so eine große Voliere? Das ist doch Quatsch. So ist es. Hätte hier ein Wurm sein können. Die passen sogar doppelstöckig unter sie drunter. Fast alle haben ein Plätzchen gefunden. Fehlt nur noch einer für den Rekord. Doch der hat Besseres zu tun. Und der kleine Mats hier links, ne, der kämpft verbissen mit seinem Stück Mehl. Ja, ja. Herrlich. Eins steht fest, wenn die hier weiter so reinhauen, können sie das mit dem Rekord vergessen. Die kleinen Stumpfkrokodile wohnen immer noch in der Kinderstube. Bisher haben sie ihr Fressen mundgerecht serviert bekommen. Nun sollen sie das Jagen lernen. Doch dazu dürfen sie die Schrecken nicht schrecken. Erst wenn der Nachwuchs richtig Beute macht, will Heiko Schäfer ihn den Besuchern präsentieren. Na ja. Na, mal gucken, ob das klappt. Liegen Sie auf der Lauer? Oder wissen Sie wirklich nicht, wie es geht? Die jagen ja auch nicht richtig. Ansonsten, wenn man das bei älteren Krokodilen sieht, wenn man dort Beute drauf wirft, sofort, die kommen, gehen gezielt darauf zu, jagen das auch. Wenn man sich überlegt, die Mr. Natur, solche Fisch, Fisch würde ja gehen, kleine Fische fangen, kriegen die nie. Die sind viel zu ungeschickt, die Fische sind viel schneller. So eine Heuschrecke, da ist ein bisschen Bewegung da, das zappelt und die kann aber nicht weit weg, da kommt einer gucken. Zumindest war da ein Interesse da, ne? Immerhin. Aber reicht das fürs Leben? In der Natur würden die nie offen im Wasser irgendwo liegen. Die würden also irgendwo unter Pflanzen in Flachwasserlagunen irgendwo sich verstecken, weil die hätten einen Haufen Feinde. Aber das klappt, da schnappt einer. Die lernen voneinander. Einer fängt jetzt an und die anderen gucken dahin. Das ist wie Zwillinge zu Hause. Was macht denn der da? Der beißt da rein. Muss ich auch mal probieren. Der Schreck, Schrecke, ist überwunden. Jetzt kannst du zum Besucher gehen. Ja, das geht schön, Mutti. Die sind stark genug. Ne, die ist genau in der Ecke drinne. Ja, ja. Die klemmt sich ja die Lippe ab. Ja, das ist aber hier oben die Nase. Das ist nur eine Verletzung. Mensch, musst denn du gerade nur auch noch hier und dem... Kann du nicht mehr aufmachen, weil du hast jetzt hier... Der Professor hat jetzt nur eins im Sinn. Die Spritze. Jetzt können wir reingehen. Aber was, wenn Reiser austritt? Molly, mach mal auf, wie geht denn das Ding auf? Prof, das ist ja alles ein bisschen... Man sagt immer, du hast auch keine Todesverachtung. Ja, da passiert doch nichts mehr. Der Professor fürchtet das Narkosemittel, nicht das Pferd. Die Spritze, die wir da gegeben haben, ne, die ist auch gefährlich. Also da möchte kein Tropfen irgendwo auf der Haut kommen. Und der dürfte auch nie hinlangen und die wegnehmen wollen. Ja. Das ist so mein Job. So schnell wie möglich dann auch entsorgen. Also deswegen sage ich es auch noch mal. Die Vorlesung. Ermüdend. Zum Rausziehen ist es okay. Ja, das ist immer gut so. Fotogen gefallen. Wenn
das Zittern nicht wäre. Normalerweise gehört dieser Drehmoor dazu. Das ist aber sehr unterschiedlich. Intensiv bei den verschiedenen Tieren. Und die hat es offensichtlich besonders ausgeprägt. Vielleicht geht es auch noch weg, wenn wir jetzt noch 3-4 Minuten warten. Jetzt können wir schon die Stricke dran machen. Stricke? Hallo. Ich wollte gerade an. So, jetzt alle mal hau. Oh. So, jetzt hinten machst du mal hau. Oh. Hopp. Vorsichtig, wir müssen auch Stück nach hinten. So, jetzt müssen wir wieder nach hinten. Ja. Ziehen. Gut, jawohl. Ja. Du musst jetzt drüber steigen, Christian. Da sind die Steine. Aber kurz die Beine. Ja, du. Nicht auf den Leib setzen. Ich sag den Stuhl. So. Endlich kann Schmied Axel Bernd den Hof in die Zange nehmen. Das ist mich blöd, ja. Wenn ihr hier mal was sehen wollt, dann leuchtet er mal hierher und kommt hier ein bisschen früher raus jetzt. Seht ihr das hier? Oh, Wahnsinn, hä? Oh! Und das ist das, was weh tut, ja. Logischerweise. Es ist noch warm hier. Ja, das kann man ja schön fühlen. Ja. Du fühlst das. Die wärmste Stelle hier. Sekret drin ist. Ja, das ist schön. Raus, richtig rausspritzen lassen. Eine eitrige Entzündung. Sechs. Aber was steckt dahinter? Das Warten auf die Duckerbilder nimmt kein Ende. Einzig das Okapi lässt sich blicken. Das Duckerbaby bleibt abgeduckt. Doch das tut der Freude keinen Abbruch. Ganz ehrlich, für mich ist das eine kleine Sensation. Also ich bin da happy, glücklich drüber. Erstens mal, dass das, solange wie die da sind, dass das gleich zur Zucht gekommen ist. Dass die ihr Jungtier austragen konnte, dass das Jungtier geboren wurde, dass das gesund ist, dass wir das filmen konnten, dass wir die grandiosen Bilder haben. Also es ist eigentlich bilderbuchmäßig. Ja. Und? Naja, es ist ganz langsam rausgelaufen. Ich denke, es ist ganz hübsch. Das ist leicht untertrieben. So hat den kleinen Ducker noch niemand gesehen. Das sieht klasse aus. Das ist ja wirklich niedlich, ja? Das läuft auch schon richtig duckermäßig, also mit diesem Bein so. Es ist niedlich, es ist, sieht gesund und munter aus und falsch klappt. Da schreibt man den Ducker nicht so. Das muss sein, auf Holz musste klopfen, sonst hat's. Guck mal, wie es aus dem Bild rausgeht, da. Ganz nebenbei wurde bei diesen Aufnahmen noch etwas anderes entdeckt. Es ist ein Mädchen. Zum Glück. Du kannst nicht mehrere Tiere zusammenhalten. Man kann Pärchen halten mit das Jungtier wie jetzt. Aber wenn das Jungtier 4 bis 6 Monate ist, wird es ein Problem. Wir haben diesmal, deswegen bin ich auch happy glücklich, dass es ein weibliches Jungtier ist. Ein männliches wird ziemlich schnell ein Problem für den Mann, also für den Bock in der Gruppe. Der will dann ziemlich schnell weg haben. Das Weibliche wird laut Literatur und laut Erfahrung anderen so etwas länger geduldet. Was für uns natürlich bedeutet, wir haben etwas länger Zeit, dafür zu sorgen, wo das Jungtier dann hinkommt. Na dann hat ja auch der Zoo-Kameramann Zeit, sich wieder dem Tagesgeschäft zu widmen. Hier, kann ich mit hinnehmen. Ich muss mal beim Okapi noch einen kleinen Zappen machen. Ich muss auch noch was machen. Bei uns liegt auch noch alles. Dass du in dem Blutbad was sehen kannst, Axel. Der Eingriff im Pferdestall geht inzwischen durch Mark und Bein. Langsam kommen die Fußpfleger der Sache auf den Grund. Im Volksmund wird das als Nageltritt bezeichnet. Also das erklärt es, weil ein Haustier tritt dem Pferd schnell mal in den Nagel und da ist es erklärbar. Dann ist also sehr schnell der Schmutz, die Verletzung in der Tiefe und dann entzündet sich das, wird zum Eiterherd. Und bei diesen Tieren hier, ja, da ist es eine andere Ursache. Wahrscheinlich ist irgendwann mal ein Stück Sand oder Steinchen durchgetreten worden, wächst dann hoch, ist natürlich kontaminiert mit Keimen und setzt dann die Entzündung. Damit hier nichts Keimiges mehr reinkommt, wird jetzt dicht gemacht. So, jetzt binden wir die Grüne drum. Das ist der Winterreifen. Jetzt gilt's. Reißer muss wieder auf die Beine kommen. Mit einer ordentlichen Portion
Antidot. So, und dann gibst du mir bis die Spritze zu. Dann macht er alle Stricke ab jetzt. Abmachen. Alles. Gut, das ist alle raus. Was da bleibt noch, genau. So, Christian, wir hoffen nur, dass die wieder gut aufsteht. Ja, klar. Gut, Achtung, jetzt gebe ich das Erste. Also, wir hoffen mal das Beste, dass die wieder gut auf die Beine kommt hier. Mädchen. So hochgekommen ist es schnell, das ist schon mal gut. Kommen ohne Probleme hoch. Wir haben durch das sehr viel Antidot gegeben. Operation gelungen. Patient gesund. Ich hoffe, dass wir sie schnell in die Gruppe kriegen und dann ist wieder gut. Und dass man einem, wie gesagt, dass auch die Ursache so schnell abklären konnte mit dem Hufschmied, ist natürlich genial. Weil so schnell geht es nicht immer. Und je länger die in der Narkose liegt, desto schwieriger ist es natürlich auch fürs Tier. Nee, ist okay, ich bin zufrieden. Zufrieden mit dem Prof, mit dem Hufschmied, mit allem. Ist einfach schön. Ja. Hier ist nicht nur ein Stein aus dem Huf, weißer Mädchen, sondern auch vom Herzen gefallen. Ja, beruhigst du am besten. Vier neue für Leipzig. 4 Urviecher, geheimnisvoll, exotisch, geruhsam. Seit ein paar Tagen sitzen sie jetzt schon in der Tierklinik. In Quarantäne. Walter Hinze. So, na ja. Und Kurator Fabian Schmidt. Wollen Sie heute erstmals füttern? Das sind Kragenechsen. Aus Australien, Neuguinea kommen die vor. Das ist eine große Agamenart. Und wir haben 4 Tiere jetzt geholt aus den Niederlanden am letzten Wochenende. 3 Weibchen von einem Privathalter und ein Männchen aus dem Zoo in Amsterdam. Schon lange geistern Walter diese urzeitlichen Tiere im Kopf herum. Das Neuland für mich auch. Also. Es war damals immer nur Utopien, mal sowas leben zu sehen, Geschwänke dann zu pflegen. Hat man noch immer ein kleines Highlight. Das Tolle bei dieser Echsenart ist eben, dass sie so einen Kragen haben, der auch den Namen dieser Echse gibt. Und den können sie stellen. Das geht dann über Knochen, dass sie den aufstellen können. Und das setzen sie ein, zum Beispiel im Rivalenkampf oder auch wenn sie von einem Feind, potenziellen Feind, angegriffen werden, stellen sie diesen Kragen. Und damit wirken sie sehr viel größer, als sie eigentlich sind. Bei Männchen ist der Kragen natürlich noch ein bisschen schöner und ausgeprägter, wie man bei unserem Mann jetzt auch sieht. Nach Tagen des Fastens gibt's nun endlich was zwischen die Kiemen. Bei uns haben sie hier noch nichts zu fressen bekommen. Wie gesagt, sie sind erst neu und wir wollen das heute mal ausprobieren, wie sie ans Futter gehen. Lassen wir uns überraschen. Walter serviert feinstes Knabberzeug. Ganz exquisit. Eine Mischung aus Wunderheuschrecke und Quelle. Na dann. Mal sehen, ob die Neuankömmlinge Walters Grillware an den Kragen gehen. Irgendwas scheint den Echsen den Appetit zu verderben. Aber was? Hier wird's jetzt ungemütlich. Vorsicht, es könnte ein bisschen feucht werden. Den älteren Kroko-Geschwistern wird in der Schauvitrine das Wasser abgegraben.
Sie müssen für die Jüngeren das Feld räumen. Aber freiwillig geht hier niemand. Die fangen schon mit der Hand raus, aber ich benutze ein Hilfsmittel. Das geht noch mit der Hand, ne? Wer geht hier eigentlich wem ans Leder? Man sieht, ne? Die würden also auf alle Fälle beißen. Schicke Zähne, ne? Ja, ja, ich weiß. Ihr wollt das nicht, was ich will. Wenn du jetzt daneben greifst, dann schlagen die nach hinten rum und haben dich am Finger. Und beim Loslassen ist es eigentlich auch so, wenn du jetzt hinsetzen würdest, dann dreht er sich sofort rum und schnappt nach dir. Du kannst leicht fallen lassen, das geht. Aber wenn du sie hinsetzen und loslässt, dann dreht er sich sofort rum. Ja. Die sind da knallhart. Und für die kleinen Weichen wird jetzt das Becken hergerichtet. So, jetzt können wir ein bisschen putzen. Also ich habe da immer was dafür übrig, dass Terrarien ästhetisch sein müssen. Selbst wenn es eigentlich nur ein Aufzuchtbecken ist, muss es irgendwo ein bisschen den Ansprüchen des jeweiligen genügen. Und die wären? Ich stelle mir jetzt einfach mal ein Flussufer vor, wo also so Abbrüche da sind, wo eine Wurzel ist, wo sich Humus, Moos angesammelt hat, wo Pflanzen dann draußen sind. So in der Art. Heikos Vorstellungskraft in allen Ehren. Aber Vorsicht, es lauern Tücken. Man kann dabei auch viel Fehler machen, das ist klar. Man kann sich den Terrarium zwar sehr schön einrichten, aber man schafft dann so viele Nischen und Versteckplätze, dass man es im Endeffekt gar nicht mehr bedienen kann, wenn man die Tiere nicht findet. Oder das Futter, gerade bei Insektenfressern, das Futter sich versteckt, bevor die Tiere es überhaupt finden. Also den Kompromiss muss man dann machen, so auch zur Attraktivität. Also so naturnah kann man es dann doch nicht machen. Für die, die jetzt kommen, ist es allemal ein Abenteuerspielplatz. Und die knallharten Kerle ziehen in die neue Sachlichkeit hinter den Kulissen. Dann geht mal gucken, wie es hier hinten ist. Hier ein Kommen, dort na, sag ich schon am Beißen. Ein Gehen. Das ist doch nicht. Christa Bachmann unterwegs. In einer Herzensangelegenheit. So, ich fahre jetzt ins alte Vogelhaus zum Oskar. Und zwar sollen die Arakangas sollen jetzt in ein anderes Haus kommen. Dort ist es wärmer, größer, schöner, gemütlicher. Und da wollte ich als erstes den Oskar erstmal rausnehmen. Und die anderen werden ja mit dem Netz gefangen, die sind ja nicht zu handeln. Und damit Oskar das nicht sieht mit dem Netz und so, da hat er ja auch Angst davor, dann nehme ich ihn. Okay. Hallo, Petra, es geht los. Wir werden das jetzt nehmen. Du holst jetzt Oskar. Genau, das machen wir. Und da setzen wir Oskar als erstes runter. Und dann sind unsere Lehrlinge, die müssen heute beweisen, was sie können. Mit dem Fang. Und da werden wir dann die anderen drei noch umsetzen. Hinter. Gehst du erst mal hinter? Na, vielleicht bist du gleich hier vorne. Na, wunderbar, da brauchst du dich doch gar nicht zu holen. Du wartest wohl schon auf mich. Seit einem halben Jahr wohnt Oskar jetzt bei seinen Geschwistern. Wir ziehen um. Komm, komm her. Guck mal. Ja. Hallo. Ja, komm. Oskar. Ja, komm. Trotz der Trennung von Christa noch immer verschmust. Auch wenn es bei der wilden Verwandtschaft eine kräftige Stimme braucht, um sich durchzusetzen. Wir ziehen um, komm. Wir ziehen um. Ja, du bist der Erste. Seine Laute sind anders geworden. Und zwar hat er die Laute von denen, die eben typisch Aras sind, dieses Grollen da und dieses, da macht er das alles so nach. Aber ich will mal sagen, profitieren tun auch die anderen, die Geschwister. Denn Oskar kann ja ein paar Wörter, die habe ich ihnen ja beigebracht. Ja, genau, so lachen. Dann sagt er Hallo und Oskar. Und die Geschwister, die versuchen jetzt auch immer, das alles nachzumachen. Sieht zwar ein bisschen logisch aus, also Petra sagt es mir. Ja, was denn? Du redest wohl heute, du alte grüne Mutter. Ja, der ist immer ganz... Wir genießen das beide dann immer, wenn er nach draußen ist. Die beiden wissen, was sie aneinander haben.
Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Freundschaft fürs Leben. Und das will was heißen? Wird doch so ein Ara locker. 60 Jahre alt. So, Oskar, das ist dein neues Zuhause. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, hä? Ach was, sag ich, ich kenne mich doch aus hier. Komm. Aber was ist mit Oskars Geschwistern? Sind die auch so leicht umzusiedeln? Für den Nachwuchs geht's jetzt auf den Abenteuerspielplatz. Ins Scheinwerferlicht. Die Besucher warten. Meins? Die Kerle, die machen hier eben los. Also man kann nicht sagen, dass sie nicht flink sind. Sie haben sich schon dran gewöhnt. Aber wozu überhaupt? Ja. Hektik, oder? Die ganze Umzugshektik. Da vorne ist es kühler, dann wachsen die schön langsam. Und wir müssen mit den Futtermengen ein bisschen reduziert rangehen. Und die Armen haben die Geschwister mal unter Kontrolle. Und ab einer gewissen Größe wachsen, das wissen wir vorne in dem Ausstellungsbehälter einfach dann nicht mehr. Hinaus geht's. In die weite Welt. Ja, mal gucken. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Im Dschungelcamp. Ja, die suchen sofort einen Versteckplatz. Das würden wir dann überall so machen, in der Natur. Das ist also nicht so, dass die offen da liegen. Sofort ins Versteck. In der Natur ist es ja viel, viel drastischer. Ich habe viel zu viel Schlüssel. Weil da gibt es ja viel mehr Feinde. Ne? Hier gibt es ja gar keinen Feind. Ne? Außer vielleicht das eigene Spiegelbild. Die Spannung. Bei den Echsen ist greifbar. Man sieht es denen ja auch an, die sitzen so ganz ruhig da, aber sie sehen immer die Kopfbewegung. Die sehen ganz genau, was hier im Raum vor sich geht. Es ist natürlich jetzt so, dass die nicht nur die Grillen sehen, sondern auch uns. Auf dem Ast fühlen sie sich einigermaßen sicher und die wissen ja nicht so genau, was wir vorhaben. Das ist eben gut möglich, dass solange wir hier stehen, die überhaupt nicht runterkommen. Und jetzt riskiert Kurator Schmidt Kopf und Kragen. Grille auf Silbertablett. Und? Finger noch dran? Lass mich doch nicht beißen. Das geht auch nur bei Männern. Wir nehmen alles zu. Die sind nicht so zickig. Der Bann ist gebrochen. Dem großen Fressen steht nichts, fast nichts mehr im Weg. Passieren. Leben wie im Schlaraffenland. Völlig ungewohnt für eine Kragenechse. Die meiste Zeit sitzen sie am Stamm, aber wenn sie, also sie bleiben nicht sitzen und sperren das Maul laufen, lassen sie ins Maul laufen. Also nicht, im Prinzip nicht so, wie wir sie jetzt sehen, ist nicht typisch, sondern wenn sie was am Boden sehen, dann springen sie runter von ihrem Stamm und holen sich's. Und dann gehen sie aber wieder zurück auf den Stamm und setzen sich wieder hin. Hier geht heute nichts mehr. Die Kragenechsen. Pappsatt. Bei Oskar geht immer was. Die Ara-Dame genießt ihre neue Eigentumsvoliere. Na, es ist schon eine Verbesserung, auf jeden Fall. Ja, gerade im Winter, weil ja. Sie können hochfliegen und du kannst sie auch hier drinnen einsperren. In der Anlage sind die Volieren ja nicht für Aras geeignet. Ja, da werden wir mal die anderen dann holen. Ich bleib noch ein bisschen da. Bleibst noch ein bisschen da. Komm, dann pass aber auf, dass sie nicht rausmacht. He? Da gehen wir jetzt die anderen. Die macht doch nicht raus, nee.
Na, da können wir noch ein bisschen kuscheln. Gut, kuscheln ja, noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Ob Leckerlis und gute Worte bei denen hier auch ziehen würden? So, ich drücke erst mal einen runter. Und da kommt einer von euch dann, ha? Kommt, freiwilliger runter. Ja. Das schmeckt dir doch, ha? Das ist doch eine Waffel. Ich hab jetzt nichts mehr drin. Ich hab dir alles gegeben, meine Gute. Ja. Klaus, komm runter. Klaus. So, das ist unser Klaus. Doch der scheint noch ein wenig Schwellenangst zu haben. Setz doch hin, Klaus. Na, du musst mein T-Shirt nicht noch kaputt machen. So, setz hin. Na, Oskar, willst du mithelfen? Das ist dein Klaus, ja. Die werden sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Dann können sie sich erstmal hier die Umgebung richtig angucken. Und die werden dann schon fressen. Also, die Probleme sehe ich nicht. Gut, Petra, das ist ja wunderbar gegangen. Ja. Ja. Kann man sich's richtig gut gehen lassen. Kindersegen im Bongoland. Auch Schimpansendame Doreen ist endlich in froher Erwartung. Wir haben immer gedacht, mit der Doreen, das wird nie was. Die will keiner oder mag keinen Mann. Es war also immer bloß der Robert, der Chef, der große Mann hier drin. Aber jetzt sind seine Söhne. Also auch so groß geworden, dass sie sich selbst fortpflanzen können. Und da hat es also geklappt mit der Doreen, sodass sie jetzt auch mal ein Kind bekommen. Wer sonst noch im Pongoland Kinder erwartet, sehen Sie nächstes Mal bei Elefant, Tiger und Co. Außerdem Abschied von Liddy und Lubangas Säuglinge. Na dann, bis zum nächsten Mal.